Hey Kameramagier, in diesem Video zeige ich dir, wie du in DaVinci Resolve Text Wort für Wort animieren kannst. Denn Wort für Wort animieren ist einfach magisch. Punkt. In DaVinci Resolve möchten wir uns natürlich zuerst eine Fusion Composition reinholen und in Fusion gehen. Hier ziehen wir uns einen Text Plus rein, lassen uns den anzeigen und schreiben hier was rein. Dann gehen wir hier unter Transform und sagen dir, Transform, die soll per Wort funktionieren. Dann gehen wir zurück in den Text und mit Rechtsklick drauf geben wir dem Ganzen einen Follower Modifier. In dem Follower Modifier möchten wir ebenfalls in die Transform gehen und hier auch auf Words klicken. Jetzt möchten wir auf jeden Fall hiervon irgendwas animieren, zum Beispiel die Size. Ich nehme jetzt die Y-Size, die ich am Anfang auf 0 setze, wupp, runtergezogen und nach, sagen wir mal, 15 Frames wieder auf 1 setze. Okay. Dann muss ich hier noch das Timing erhöhen, also mit welchem Abstand das Ganze kommt. Ich sage jetzt mal 3 Frames und damit siehst du, dass Wort für Wort unser Text quasi in der Y-Size wächst. So, wenn du das jetzt noch von unten einfliegen lassen möchtest, dann musst du Folgendes tun. Zuallererst möchtest du wieder in die Tools gehen, zurück an den Anfang gehen, also auf Frame 0 und hier im Transform Tab möchtest du den Pivot-Punkt ganz weit nach unten ziehen, bis du quasi hier deine Textlinie out of frame siehst. Und damit kommt quasi dein Text von unten rein. Und dem Ganzen können wir jetzt über Splines noch etwas Easing geben, indem wir uns einfach die Splines aufmachen, hier das Ganze resizen, so dass es uns alles anguckt und dann mit Steuerung F das Ganze schön interpolieren. Oh, und by the way, du kannst dir noch ein Preset von meiner Webseite saugen und wenn du noch mehr über den Follower Modifier lernen willst, dann klick mal hier das Video, da habe ich das auch noch mal ein bisschen mehr und in-depth gezeigt. Viel Spaß damit, Kameramagier. Ciao.